Herzlich willkommen beim Kodoma Podview, eine Mischung aus Podcast und Interview mit Luzi und den Stimmen hinter den kleinen Stars vom Kodoma Marionettentheater. Gute Unterhaltung. Hallihallo, liebe Leute, hier ist euer Luzi zum allerersten Mal mit Kodomas Podview. Eine Mischung, wie schon gesagt, aus einem Podcast und einem Interview. Heute bei uns in Folge 1 ist Ganter Strebin, geboren 1956 und bei Kodoma schon von Anfang an, das heißt sogar noch von Anfang an, denn es gab auch eine Zeit vor Kodoma. Und was Kodoma angeht, ist er seit 2003 quasi dabei, seit 2002, 2003, aber auch schon vorher. Ursprünglich hatte man Fingerpuppen- und Handpuppentheater, danach ein privates Marionettenmuseum und erst im Herbst 2002 entwickelte man zusammen das Kodoma Marionettentheater, welches am 3. August 2003, also dieses Jahr 18 Jahre, zum allerersten Mal live auftrat. Du bist eines der drei Gründungsmitglieder, neben Gerda Strebin, die nicht mehr dabei ist, und Sud James. Beide werden auch noch zu dem Podview eingeladen, aber dann halt in anderen Folgen. Du entwarfst die Spielbühnen mit, bist seit den Anfängen für Requisiten und Hintergründe zuständig, hast bei der Entwicklung für Geschichten mitgewirkt, Kamera geführt, Puppen geführt, dich im Schriftzug Kodoma mit deiner Lieblingsfarbe grün verewigt, bei den meisten Live-Auftritten die Handpuppe Gack, die ganz gespielt und gesprochen, zu Anfang als Mönch verkleidet und ab 2006 dann normal, während der Zeit vom Handpuppentheater noch Handpuppen bemalt und verwaltest bei dir zu Hause in Duisburg-Schmidthorst das Filmstudio, welches auch gleichzeitig der Puppenfundus ist. Wen wundert's, denn du bist auch der Papa von Sud. Ebenfalls warst du hin und wieder auch als Synchronsprecher tätig, denn darum geht's ja auch heute. Und zwar warst du tätig in Dragonina Esmeraldina als Nohumils Vater, in Der Kartoffelkönig als Kartoffel James, in Lach- und Bettgeschichten als namensloser Vater einer Tochter und in Zauberer Zakedos als Diener und als Wachmann, sowie in Gretel und Zauberer Zoppo als Zauberer Gottfried. Wenn ihr jetzt im Hintergrund Gequietsche gehört haben solltet, wir sind hier in einem nepalesischen Restaurant, gleich gibt's frisches Meerschwein. Nein, Spaß, aber man hört tatsächlich im Hintergrund die Meerschweinchen von Sud und Mandy, also da nicht irritieren lassen. Wir sind nämlich heute bei Sud zu Hause. Und Mensch, Ganter, da ist ja schon richtig viel, dich mit Kodoma verbindet, von Anfang an. Jo. Und vielen lieben Dank, dass du dir überhaupt die Zeit für uns nimmst. Und, ja, klar. Und auch mal so einen privaten Einblick jo. Machen lässt. Fangen wir mit Frage 1 an und arbeiten uns dann durch bis Frage 20. Jupp. Mehr sind uns nicht eingefallen. Alles klar. Ganter, welche Rolle war bislang deine Lieblingsrolle und warum? Meine Lieblingsrolle, muss ich sagen, ist bei Live-Auftritten die Gag. Ja. Das ist so meine Lieblingsrolle. In den Filmen muss man sagen, bei Staffel 1 hat man ja ein Vorwort gemacht. Ja. Mit Benedikt, Gottfried, Alfonso und der Gag. Da wurde die Gag ja von Sud eingesprochen. Also da muss man da auch nochmal unterscheiden zwischen den Filmen und den Live-Auftritten. Genau. Ja.
Das ist so meine Lieblingsfigur, sag ich jetzt mal so. Ne? Aber jetzt hier von den Filmen oder Serien? Von den Serien, Filmen. Meine Lieblingsfigur selber. Lieblingsrolle, Entschuldigung. Also Lieblingsrolle. Die Lieblingsrolle, genau. An für sich jetzt Gottfried, aber ich habe jede Rolle gemocht. Ja. Ich kann jetzt nicht entscheiden, welche war am schönsten. Okay. Na, jede Rolle war für sich super. Für okay, mich. Okay. Aber jetzt halt aktuell ja. Der Gottfried von Gretel und Zauberzucker. Genau. Okay. Also was du auch eingesprochen hast, was aber noch nicht auf YouTube kam, ist bei den Keduma-Minis. Ne? Da hast du auch Nebenrollen eingesprochen, wie ein Obsthändler, glaube ich, war das. Ganz genau. Das waren aber nur so kurze. Ja. Ne? Dass man mal ein, zwei Sätze hört von mir, aber... Ah, weil deine Stimme gebraucht wurde. Aber wir brauchen noch eine Stimme hier, sprich mal. Lückenfüller, ne? Ja, Lückenfüller. Hier, wir brauchen noch einen, der eine Stimme spricht. Ja. Sud ist nicht mehr ansprechbar. Hier, sprich mal ein. Genau. Okay. Aber was sind charakterliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dir und deiner Lieblingsrolle? Also in dem Fall jetzt halt bei Gottfried. Unterschiede? Die Größe, ne? Ja. Du bist ein bisschen größer als die Figur. Ich bin ein bisschen größer. Dafür hat Gottfried einen längeren Bart. Genau, der ist etwas älter. Na, ja. Aber ansonsten gibt es so keine großartigen Unterschiede. Und auffällige Gemeinsamkeiten vom Charakter jetzt her? Dass der denselben Humor hat wie ich. Okay, okay. Jetzt kommen wir zu einer Frage, die du schon zu Anfang fast quasi beantwortet hast. Hast du eine Lieblingsfigur, unabhängig davon, ob du dieser Figur schon mal deine Stimme geliehen hast oder nicht? Also die Gag ist für mich Nummer 1. Ja. Aber no. Und Luzi, also du bist natürlich gleich anschließend dabei. Okay. Als Lieblingsfigur. Ja. Ja, vielen Dank. Ja, nur ich meine, mit Gag kann ich nicht mithalten. Genauso wie umgekehrt sie mit mir, ne? Weil das eine ist eine Handpuppe und ich bin eine Marionette. Ne? Richtig, deswegen. Ja. Ne? Da ist der Unterschied halt. Ne? Genau. Und die Gag ist halt frecher als du. Ja, ja, du bist das, dann das wesentlich stimmt, ja. Sympathischer. Ja, das ist richtig. Ja. Die Gag und Nono, die haben sehr viel Gemeinsamkeiten. Ja. Ja, ja, Nono stimmt. Nono ist auch so hinterlistig. Lass den manchmal, das nicht hören. Ne? Ja, aber das mag er ja. Ja. Na, wenn er jemanden reinlegen kann oder ärgern kann. Das mag Nono, auf jeden Fall. Und genau wie die Gag, wenn die jemanden ärgern kann, dann ist die Feuer und Flamme. Und besonders bei Live-Auftritten, bei den Kindern, wenn die Gag die Kinder ärgern kann und in den Nacken so ein bisschen zwickt oder an den Haaren zwickt, ne? Dass die Kinder sich erschrecken, da hat die Gag einen Heidenspaß. Ne? Ja, das stimmt, das konnten wir schon oft bei Live-Auftritten miterleben. Genau. Ja, cool. Was gefällt dir, also bei Frage 4, was gefällt dir beim Synchronisieren am besten? Beim Synchronisieren am besten, ja. dass Sud die Fähigkeit hat, wenn Fehler sich einschleichen, so auszumerzen, dass es anschließend nicht als Fehler zu erkennen ist.
Ja, das ist ja dann beim fertigen Produkt. Ja, da kann man nicht, ne? Genau, ja. Aber was gefällt dir in dem Moment, wo du zum Beispiel eine Rolle einsprichst am besten? Ja. Ich spreche. Ja. So, und Sud ist dabei und sagt okay oder ist nicht okay. Und das gefällt mir am besten. Also die Arbeitsweise. Die Arbeitsweise, ja. Okay. Ja. Frage 5. Was würdest du bei Keduma für ein Projekt machen wollen, wenn du für eine Woche Chef sein dürftest? Also ich meine, hierbei muss man sagen, aber die Fragen, die sind ja immer dieselben. Yeah. Hierbei muss man sagen, du bist ja schon Chef, du bist Vize-Chef. Ne? Ich bin Vize-Chef. Aber ich würde nichts großartig ändern. Okay. Einmal angenommen, nicht Sud wäre an der Spitze, sondern du. Ne? Ich würde nichts ändern. Oder was für ein Projekt würdest du machen wollen? Für eine Geschichte, für einen Film? Da ich mit Sud zusammen arbeite, ich meine, es ist überwiegend aus seiner Feder die ganzen Geschichten. Nur wenn er Fragen hat, ja. So, dann überlegen wir gemeinsam. Und das ist eine Arbeit, die ich fantastisch finde. Ja. Ja. Alles klar. Guckst du dir die fertigen Filme oder Serien auch an? Oder distanzierst du dich privat von den Projekten? Nein. Ich gucke die mit Leidenschaft. Okay. Und es kommt auch oft vor, dass ich so alte Filme gerne nochmal so ein, zweimal wieder anschaue. Ja. Von welchem Film oder welcher Serie würdest du dir denn eine Fortsetzung wünschen? Von allen. Hey. Ja, von allen. Oder da haben wir noch viel zu tun für die Zukunft. Ja. Nein. Es kommt immer drauf an. Wenn Ideen vorhanden sind, dann wird weitergemacht. Und wenn keine Ideen kommen, und keine Anregungen kommen, ja, das wäre natürlich mehr als nur schade. Ja, aber gibt es einen Film, der dir besonders gefallen hat und wo du gesagt hast, boah, da würde ich gerne mal wissen, wie es da von der Geschichte her weitergeht? Es gibt, aber da ist ja an für sich Dragonina. Ja, okay, ja. Aber da geht nicht weiter. Das Thema ist zu ausgeschöpft. Ja. Na? Also zu Dragonina muss man sagen, zum einen war es sehr, sehr viel Arbeit. Wir haben da, glaube ich, damals 13 Monate an dem Projekt gearbeitet. Fünfteilige Miniserie, unsere erste Miniserie überhaupt. Das Projekt ist leider gefloppt. Und dadurch, dass wir keinen Kontakt mehr mit der Autorin der Geschichte haben, fehlen uns auch die Urheberrechte, selbst wenn Dragonina nicht gefloppt wäre, um überhaupt weitere Folgen machen zu können. Ja, ja, ja. Na, also wir haben es mal versucht als Persiflage, als Verarsche in Lach- und Bettgeschichten da so ein bisschen anzuknüpfen, aber mehr konnte man da ja leider nicht raushauen. Ja. Na gut. Frage 8. Was für eine Rolle würdest du dir gerne, würdest du gerne mal einsprechen und warum? Oder was für eine Art, was für ein Charakter, was du noch nie eingesprochen hast, aber was du unheimlich gerne irgendwann mal einsprechen wollen würdest? Zurzeit fällt mir da so absolut nichts ein.
bist immer für alles offen. Ja. Ich weiß, wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Ja, das stimmt, das stimmt. Frage 9. Welche Projekte machen dir mehr Spaß? Projekte für Kinder oder für Jugendliche und Erwachsene? Und warum? So. Da muss ich sagen, für Kinder, also ich muss sagen, Live-Auftritte, ja, mit Kindern gefällt mir persönlich super gut. Ja. Ja, weil diese Situation, dass Kinder mit den Marionetten reden, ja, sich in die Marionetten reindenken können, sich vertiefen, ja, das Mitmachen, spontan, das ist das, was mich persönlich reizt. Mhm. Na, von daher gefallen mir Kinderstücke natürlich sehr, sehr gut. Ja? Ja. Dann das große Unterschied zum Publikum, ja, die Rentner in den Altenheimen, mhm, na, wenn die Oma Inge und Opa Herbert sehen und alles, da gehen die auch mit, weil die identifizieren sich mit denen, mhm, und sagen, jo, das stimmt, die Oma hat recht, ne? Ja. Oder das muss ich jetzt auch so machen, ne? Okay. So. Und da ist auch wieder die Liebe zu den Marionetten. Aber wenn du dich entscheiden müsstest, würdest du sagen, die Projekte für Kinder gefallen dir etwas mehr besser? Okay. Ja, gut. Frage 10. Was ist deine schönste Erinnerung an Keduma bislang? Ja, das habe ich schon erzählt. Die Live-Auftritte, das sind die schönsten Erinnerungen. Das Lachen, also du, der Kinder. Du hast da jetzt nicht irgendwie einen speziellen Live-Auftritt, der dir jetzt, nein, spontan einfällt, irgendwie, nein, eine lustige Gegebenheit, sondern du sagst generell alle Live-Auftritte. Ja. Ne, wo die Kinder bei einem Stück haben sie den Teufel, ne, dermaßen mit allem, was sie kriegen konnten, hier Gras, Büschel, ne, ah, ja, Stöckchen, ja, genau, ne, ja, da beschmissen, ne, damit, ja, der bloß von der Bühne verschwindet. Ne. Stimmt, ja. Solche Spontanitäten. Ne. Aber war ich da eigentlich noch als armer Mann oder war da schon, nee, nee, Jack? Weiß es jetzt gar nicht mehr. Da warst du noch. Okay, ja. War ziemlich am Anfang. Ah, okay, ja, gut, ja. Da war ich noch jung und knackig. Ja. Jetzt bin ich nur noch und. Ja, cool. Warum hast du dich entschlossen, für Synchronisieren bei Keduma zwischendurch deine Freizeit zu opfern? Da ich Zeit habe. Und Keduma mir nach wie vor am Herzen liegt, ist es für mich kein Opfern. Also war für dich von Anfang an, ja, ein Hobby zum Ausleben? Ganz genau. Da ich ja auch Kulissen oder Dekoration gucke und versuche da irgendwas, ja, oder wenn ich irgendwas sehe oder Gedanken habe, na, dann wird halt geguckt, dass man das dann auch Größenverhältnis auch hinbekommt. Ne? Frage 12. Vervollständige bitte folgenden Satz mit einem Wort. Keduma ist für mich? Spitze. Dankeschön. Frage 13. Gibt es eine Aufgabe bei Keduma, abgesehen vom Synchronisieren, welche du mal austesten wollen würdest? Und wenn ja, welche und warum? Also auch eine Aufgabe, die du noch nie ausgetestet hast.
Ich meine, du machst ja schon sehr, sehr viel bei Keduma. Deswegen. Ne, aber gibt es da irgendwas, was du noch nie ausgetestet hast und da sagst, ja, das würde ich mal ausprobieren? Nein. Aber du bist voll und ganz zufrieden mit der Arbeit. Voll und ganz. Aber auch voll und ganz ausgelastet. Ich gehe auch voll und ganz darin auf, in der Arbeit. Also deswegen bist du so breit, okay. Ja. Nein, bist du nicht. Okay, Frage 14. Gibt es etwas, was du schon immer über Keduma wissen wolltest? Und wenn ja, was? Mm-mm. Ich meine, du warst ja von Anfang an dabei, deswegen, ne? Deswegen, da gibt's nichts. Da gibt es nichts, was man von dir Keduma-mäßig hätte verheimlichen können. Genau. Okay. Frage 15. Wenn du in die fiktiven Keduma-Länder Sutanien oder Euland reisen dürftest, um dort für 2 Wochen Urlaub zu machen, welche 3 Sachen wären das, die du mitnehmen würdest? Also wir erinnern uns bei Kedumas Lach- und Bettgeschichten, da wurde Sutanien etwas genauer unter die Lupe genommen und ansonsten ist Euland mit Otterstein, Kuhblatt, Eselsohr und die ganzen Orte, wie sie alle heißen, in den anderen Geschichten sehr präsent. Was würdest du, wenn du dorthin reisen könntest für 2 Wochen, an 3 Sachen mitnehmen? Also ganz wichtig wären für mich Fotokamera. Fotokamera, ja. Also ganz altmodisch. Handy zu Hause lassen, leckt mir alle in den Tisch, ich hab Urlaub, aber Fotokamera mitnehmen. Ja. Ja, das ist gut, ja. Aber ansonsten... Nur die Fotokamera. Ja, damit ich die ganzen Situationen in Bildformat festhalten kann. Ja. Das ja. Vielleicht noch ein Aufladegerät und ein Zweitakku oder Speicher. Ja, das. Also Zweitspeicher, ja. Ja. Ja, gut. Also du würdest dich da einfach nur begnügen mit vielen Erinnerungsfotos, die du dann durch deine Möglichkeiten da machen kannst. Genau. Okay. Ergebnis eigentlich, frage ich dich jetzt mal ganz spontan, steht ja nicht auf der Liste. Aber dadurch, dass du ja von Anfang an dabei warst und man dir nichts verheimlichen kann, gäbe es einen Ort, wo, ich meine, die haben ja verschiedene Dorfkantone oder Städte, gäbe es einen Ort, wo du unbedingt hinreisen wollen würdest, in Euland oder in Sutanien? Um dir da mal, keine Ahnung, die Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Speziell? Nein. Okay. Also einfach mal so das ganze Land erkunden. Richtig. Heute hier, morgen dort. Richtig. Ah, okay. Dann Frage 16. Was machst du, um dich in deine Rollen einzufühlen? Ich versuche den Marionetten ein Charakter zu geben und den Versuch, oder die Marionette hat ja einen Charakter, aber diesen Charakter, den möchte ich gerne dann auch in die Stimme legen. Ja. Gibt es dann immer irgendwie ein Ritual, bevor du synchronisierst, also keine Ahnung, zum Beispiel eine Runde mit dem Fahrrad fahren oder eine rauchen oder richtig. Keine Ahnung, ich weiß es ja nicht. Genau das. Also vorm Synchronisieren erstmal eine rauchen. Eine rauchen, ein Glas Cola trinken. Ja. So, das ist das Ritual erstmal. Ja. Und das selber den Alltagsstress runterfahren. Mhm. Ja. Oder wenn es geht, sogar komplett ausblenden, damit ich mich voll auf den Charakter konzentrieren kann.
Alles klar. Frage 17. Hältst du dich immer streng ans Drehbuch oder improvisierst du auch mal? Es kommt drauf an. Ja. Wenn eine wichtige Person irgendetwas sagt, dann halte ich mich schon an das Drehbuch. Ja. Als wenn eben nur mal was reingesprochen wird. So ein Satz oder so. Ja. Ja. Wenn der Satz mir persönlich nicht so gefällt, wie er da steht, ne, dann kommen spontan andere Worte aus meinem Mund. Ja. Ne, so, wenn Sud sagt, okay, steht zwar nicht da, aber es passt schon. Ja. Dann lassen wir das. Ansonsten sagt er nix. Ja, so wie das da steht. Alles klar. Also du hältst dich schon ans Drehbuch, aber ja, du improvisierst auch hin und wieder mal, wenn es gerade mal passt. Richtig. Okay. Frage 18. Wie schwer ist es für dich, Emotionen und Gefühle in deine Rollen zu stecken? Also wenn jetzt spontan gelacht oder geweint oder geschrien werden muss? Genau, das geht spontan. Da hast du kein Problem. Keine Probleme. Also da kannst du auf Knopfdruck... Ja, mehr oder weniger. am meisten, ne? Klappt es, ne? Ja. Ich meine, wenn das heißt, ne, auf Anhieb, auf Tränendrüsen drücken, ne? Ja. Und irgendjemand hat gerade 2 Minuten vorher einen Witz erzählt, ne? Es ist schwer. Dann Frage 19. Was wolltest du schon immer mal deinen Fans sagen? Vergesst Kido Money. Okay. Das war schön und knapp. Und Frage 20, die letzte Frage. Würdest du auch weiterhin aktiv als Sprecher sein wollen? Ja. Das ist schön. Also aus sicherer Quelle weiß ich, dass du auch bei Monsterican 3, also Monsterican Fight, der Kampf der Monster, als Sprecher dabei sein wirst, wenn auch nur als kleine Rolle. Ja. Ne? Klein, aber fein. Genau. Und zwar als Odin, meine ich, also zumindest als ein Gott in Deutsch und in Englisch. Man hört dich dann also zum allerersten Mal auch in Englisch. Ja. da muss ich sagen, ja, großes Problem, ja, da ich nie Englisch gelernt habe. Deswegen auch nur eine kleine Rolle, ne? Ja. Ja. Und zwar kann ich auch sagen, die Englischlehrerin, wir mochten uns nicht besonders. Ja. Ja, und wenn sie dann Englischunterricht gab, habe ich mich dann hinten in die letzte Bank gesetzt, ne, und dann was anderes gemacht, ne? Hausaufgaben oder sonst irgendwas, ne? Ja. Oder mich das nächste schon ein bisschen vorbereitet auf den nächsten Unterrichtsstunden oder so, ne? Also Englisch ging dir am verlängerten, ja, Rückgrat vorbei in weil der Schulzeit. Ich gesagt habe, ne, wozu Englisch lernen? Ich will nicht ins Ausland. Ja. Ne, und ich komme mit Deutsch zurecht und reicht dir dann. Reicht. Ja, wir sind dann auf jeden Fall sehr auf das Endergebnis gespannt. Der Film soll Herbst nächsten Jahres rauskommen. Ob wir es schaffen,
Hoffen wir, aber wir wissen es natürlich nicht. Kann ja immer mal was dazwischen kommen. Aber wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, dich in dieser kleinen Rolle dann auch zu hören und zum allerersten Mal dann auch in Englisch, in der englischen Version. Ja, da bin ich auch mal gespannt, wie das wird. Alles klar. Viel, viel Arbeit. Viel, viel Arbeit, ja. Das glaube ich auch. Aber besonders mit dem Englischen. Ja. Da wird dann Wort für Wort. Ja, Sud kann ja schneiden, der hat ja sonst keine Hobbys. Richtig, ganz genau. Ja, super, das war's auch schon. Vielen lieben Dank, dass du dir überhaupt die Zeit dafür genommen hast. Na, gerne. Und ja, weiterhin alles Gute. Bleib Keduma noch ganz, ganz lange erhalten. Aber selbstverständlich. Ne, nicht nur als Sprecher, sondern auch als Vizechef, als Kameramann, ja. Als Bastler. Ja, und wenn du mich suchst, du weißt ja, wo ich wohne. Genau. Ein Zimmer weiter. Richtig. Ja, weil ich im Puppenfundus hänge. Genau. Ja, aber super toll mit dir, dieser Podview, muss man ja sagen. Ja, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Nimmst du alles dein Gute. Ganz supi. Ja, liebe Leute. Wir hoffen, euch hat dieser Podview gefallen. Wenn das so ist, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert. Und vielleicht auch zwei Däumchen gerne, wenn ihr die Möglichkeit habt. Folgt uns auf Facebook, Instagram, YouTube und sämtlichen Sheet, wo wir irgendwie verlinkt sind. Und ja, wir freuen uns schon auf... Und weiter Werbung machen. Genau. Und weiter Werbung für uns machen. Und wir freuen uns auf jeden Fall schon riesig, wenn wir euch das nächste Mal wieder beglücken können. Natürlich dann oral, also oral. Oral, also fürs Ohr, ne, was zum Hören. mit dem nächsten Podview oder generell mit dem nächsten Keduma-Projekt, was auch immer. Vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank fürs Zuhören. Ich verabschiede mich hier von dieser Stelle. Und vielen Dank, Luzi. Ja, ja, gerne. Für das Interview. Ja, ja, hat Spaß gemacht mit dir. Gut, supi. Ja, und ich übergebe jetzt an das nächste... Ach, du übergibst dich? Ja, bleh. Ich übergebe jetzt an das nächste schmutzige Video, was ihr euch jetzt auf YouTube angucken werdet. Viel Spaß dabei, was auch immer. Und dann auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Tschüss.